Also Matthias Blachter, das erste CHL-Playoff-Spiel dieser Saison ist gespielt. 1:0 ging es aus gegen euch. Wie fällt dein Fazit aus zum Spiel? Ja, ich denke, das Ergebnis spiegelt das Spiel wieder. Es war ein sehr, sehr enges Spiel mit wenig Torchancen. Beide Torhüter haben sehr, sehr gut gespielt. Und ja, wir kennen sich nicht. Ich glaube, wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Deswegen ist es immer so ein wie eine Überraschung, was einen erwartet, gerade mit dem Trainerwechsel bei denen, da weiß man sowieso nicht, was passiert. Vielleicht ändern sie ihr System, vielleicht nicht. Aber beide Mannschaften, ich glaube, haben ein gutes Spiel gemacht, auch wenn wenig Tore gefallen sind. Das Spiel war sehr körperbetont. Wie hast du das persönlich erlebt? Es waren schon relativ viele Checks auch dabei, was man in der CHL bislang vielleicht noch nicht gesehen hat. Ja, ich glaube, das ist immer so länderabhängig. Es gibt ein paar Länder, die sind mehr auf technischer Ebene unterwegs und ein paar, die sind halt ein bisschen körperbetont. Und ich glaube, wir als deutsche Mannschaft, wir spielen da so ein bisschen im Mix. Die Tschechen sind sehr, sehr groß, spielen körperbetont und deswegen spielen sie so, wie sie spielen. Und deswegen ist es immer unangenehm, gegen so Mannschaften zu spielen, aber war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Inwiefern macht es denn das tschechische Eishockey konkret schwer, da zum Torerfolg zu kommen? Ja, also ich würde nicht sagen, konkret das tschechische Spiel, aber jetzt gerade gegen Mountfield, ich glaube, die haben sehr, sehr gut verteidigt, wenig zugelassen. Es war sehr, sehr schwer zum Tor zu kommen, gerade weil sie sehr robust sind und gut vorm Tor gespielt haben. Jetzt 1:0 ist kein großer Rückstand, das kann man ja im Rückspiel eigentlich recht einfach drehen. Was müsst ihr besser machen oder was müsst ihr abstellen, damit es nächste Woche in Mannheim dann mit dem Sieg geht? Ja, erstmal anfangen mit dem Tor, das wäre natürlich ganz gut. Aber sonst, ich glaube, viele Vorwürfe, außer dass wir keine Tore geschossen haben, können wir uns nicht. Ich glaube, wir haben defensiv gut gespielt. Es waren ein paar Chancen da, also es hätte schon einer einfallen können, aber so viel müssen wir nicht ändern.